Hallo Leute, ich grüße euch heute Appenzeller Sonnenhund. Ich möchte mit euch teilen Erfahrungen, was müssen Sie aufpassen, wenn Sie möchten haben diesen Hund oder wenn Sie schon haben oder möchten Sie kaufen. Ja. Das Wichtigste sind drei Krankheiten, was kann haben dieser Hund. Das ist Hüfteproblem, Knie mit Gelenke und Augen, auch Augenkrankheit. Beim Krampi, er hatte Probleme mit Gelenke und ja, hatte OP, hatte Spritze gekriegt, Goldspritze, Therapie und ja, normal ganze Zeit, um diese Zeit fehlt ihm, hatte zu wenig Erfahrung mit Hunde, mit Umgebung. Besitzer hatte viel gemacht, gut, aber das ist alles noch zu wenig und einfach fehlt in dieser Zeit. Sehr lange Zeit, das hatte gedauert, kann ich laufen und oder Therapie. Hey! Komm, schnell! Komm! Bra! Und ja, jetzt muss aufpassen, wenn ich springen kann, ein bisschen rennen, aber nicht zu viel. Ist auch gut, wenn rennen, wenn es so Boden weich, wenn es nicht zu viel auf dem Beton. Zu Hause auch, wenn sie haben Hund mit Problemen mit Gelenke, und ist sehr gut Teppich, wenn sie haben zu Hause. Wenn ist Boden zu glatt und dann Belastung ist viel größere. Bella, hey! Belastung auf dem Hüfte und Gelenke ist viel größere, ja. Wenn ist alles glatt zu viel. Und dann ist besser Teppich, wenn sie haben, so auch für große, ganz große Hunde. Und so für Hunde, was hatte Probleme mit Gelenke oder Hüfte und ja. Und was weniger Treppe, das ist besser. Ne? Ui. Ja. Normal. Hey. Komm hier. Schnell. Und dann wir spielen sich so und ist auch wichtig, wenn sie möchten, verbinden besser Hund mit Hund. Er darf nicht springen und dann ich nehme diese zwei Bälle und sie zieht. Komm, komm her, ich zeige Ihnen jetzt. Und so, er hat jetzt Interaktion mit dem Hund, aber springt nicht auf dem Hund und Hund springt nicht auf ihn und ist viel besser, ist viel weniger Belastung auf dem Hüfte und Gelenke. Ja. Und so, ja, aus. Hey. Ja. Und er kann so ein bisschen rennen. Das macht ihm auch müde. Ja, super. Mach aus, aus. Bra, jetzt. Bra. Ja, ui, bisschen springt. Gut, ja, ja, ja. Was ich möchte noch mit euch teilen: Appenzeller Sonnenhund ist Hund, was viel reden kann, sehr, sehr laut sein. Und sehr ist Wichtigste beim Appenzeller, das müssen Sie beobachten, wenn ist Aufregung zu groß oder ja, und dann kann sehr laut sein. Und
Wenn macht das und dann nicht mit ihm reden oder das bestätigen, sonst, wenn es ältere sein, dann das wir benutzen und wir noch mehr bellen und noch mehr reden. Mit Krampi, er ist super jetzt, wegen, wir müssen noch ein bisschen Kopf bauen, Erfahrung, ja, sammeln noch positive Erfahrung, aber die reden nicht zu viel. Ey, nein, nein. Lassen. ja, komm her. Jetzt. Aus, 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 Bella, ne. Aus, aus, Bella, ne, ne, ne. Sie können so mit Hund spielen, aber nur wenn sie haben Kontrolle auf dem Spielzeug und Hunde wollte sich nicht kämpfen. Manchmal das so Hunde provoziert, ja. Aber ich habe Kontrolle auf dem Spielzeug. Spielzeug ist mein und Hunde macht sich nur Spiel, hat nur Spielverhalten, keine böse. Ja. Ja. Nimm, nimm, Krampi, Krampi, nimm, nimm, ja.